Du hast doch dreimal gezwinkert, oder? Oder war viermal? Ich war mir nicht sicher. Du entscheidest den Münzwurf, also... Den brauche ich jetzt erstes. Ich brauche noch einen. Ja, ja, ja. K-L-I gegen L-B-B! K-L-I gegen L-B-B! Okay. Danke, reicht. Ah, ja, 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 ja. L-B-B-K-L-I. Der andere war D-E-Z, ne? Das ist publik geworden mit drei Buchstaben. Kann man sich besser merken, kann man besser rufen, macht auf jeden Fall Sinn. T-T-T, T-T-T. wer wurde als erster gezogen? K-L-I, ne? Genau, ja. K-L-I, Kopf oder Zahl? Zahl. Zahl. LBB fängt an in diesem Match. Pete, hast du einen brutalen Beat rausgesucht? Hände aus den Taschen, Hände nach oben. Zweites Halbfinale. KLI, LBB, LBB fängt an. Let's go! Okay. Okay. Ja, ja, ja. Guck mir zu, wie ich KLI fick. Nach einem Schlag geht er in die KLI-Nick. Ja, ich bomb diesen Lauch. Halt dein Maul, du fliegst locker hier raus. Yo, Digga, du kriegst heute wieder einmal Fieber. Es gibt keinen Rapper im Namen meinem Kaliber. Yo, Digga, KLI zum Mic-Check. Guck mal an, Digga, wenn ich heute Nacht dann wieder einmal Zeitrap. Ja, okay, fick die Längen. Diese Schuhe würde ich nicht mal spenden. Alter, ganz ehrlich, ich zerstör dich hier heute. Aber scheißegal, ey, du bist hier mein Spielzeug. Guck mal an, Digga, werde dich zerstören. Die werden nicht geschenkt, weil die in ein Museum gehören. Yo, Digga, die Scheiße, sie gehört wieder mir. Guck mal an, Digga, du wirst wieder so mies rasiert, yo. Ja, okay, du bist einfach ein Hater. Museum namens Altkleidercontainer? Ja, das ist hier die Frage. Schaut mir zu, wie ich diesen Pisser hier schlage. Guck mal an, ich mach dich fertig, dein Gesicht wird bunt. Ein Museum, Bruder, es heißt deutsche Kunst. Yo, Digga, es wird wieder abgesteppt. Guck mal an, KLI, wenn du wieder in der Cypher stehst. Ja, okay, du betreibst hier nur Inzest. In deiner Handtasche, da ist ein Sminkset. Ja, okay, peinlich verdammt. Du kriegst hier live meinen Schwanz. Yo, ich verkauf dir jetzt wieder einen Kanten. Ich würde gerne kontern, doch ich habe nichts verstanden. Yo, Digga, heiliger Klabauter. Mit seinen Stummelbeinen mach ich meine Zähne sauber, yo. Ja, okay, du wirst hier mies zerfetzt. Ich verstehe auch nichts wegen deinem Dialekt. Also halt's Maul, du peinlicher Drecksmaß. Ich schick dich zurück in dein bayerisches Dreckskaff. Yo, Digga, wie gesagt, fick dich immer noch auf Englisch. Was bayerisches Dreckskaff ist, ist immer noch fränkisch. Yo, NBG, NBGhetto Sound. Guck mal an, Digga, du wirst jetzt wieder krass verhaut, yo. Jetzt wird dieser Hund besiegt. Bayerisch, fränkisch, kein Unterschied. Ja, okay. Yo. Ja, okay, ich komm mit 100 Mann. Das hier ist heute dein Untergang. Ja, okay, da guck mal, ich fick dein Code. Was, Adolf Hitler ist schon seit 20 Jahren tot? Oder seit 40 oder seit 60? Digga, ich komm ins Gefängnis. Guck mal an, Digga, ich ficke dich jetzt mit meinem Gemächt, Bitch. Guck mal, wie ich es gerade erwähne, was Hitler, davon war doch gar nicht die Rede. Wie kommst du darauf, dass der mieseste Punch? Ja, Hitler, ey, bist du mit Pisek verwandt? Yo, 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 guck mal an, Digga, Hitler war keine Rede. Check das aus, wenn ich dich trotzdem von der Bühne fege. Yo, Digga, was geht ab? Ich mach dich fertig. Guck mal an, KLI, Digga, ich bin doch der Beste, yo. Ja, guck an, ich schmeiß hier den Schmutz raus. Er will mich runterfegen, Logo, du Putzfrau. Also, leg jetzt hier los. Du merkst genau, wie ich eben hier flow. Yo, Digga, was geht ab? Du bist am Gammeln, du bist nicht am Flow, nein, du bist nur am Stammeln. Hype ist Hype, Hype geht vorbei, aber am Ende zählt immer noch der Free zu dem Style, yo. Ja, okay, ich treffe den Takt. Nee, kleiner Spaß, du hässlicher Spaß. Aber egal, das braucht der Esel hier nicht leugnen. Ich bin neben dem Takt und im Bett neben deiner Freundin.
neben meiner Freundin, du Bitch. Guck mal an, Digga, Digga, da bist du sicher nicht. Yo, guck mal an, wenn ich wieder so hart reime. Im Bett neben meiner Freundin, chill nur ich, yo. Ja, okay, das ist in jeder Hinsicht sein bester Konter. Nee, stimmt nicht. Ja, hast echt super gemacht. Deswegen wird von mir dieser Loser geklatscht. Yo, Digga, von mir wirst du sicher nicht geklatscht. Guck mal an, Digga, ich komm immer noch auf den Takt, yo. Guck mal an, Digga, du hast jetzt verloren. Halt die Fresse, ich geb dir einen Satz, heiße Ohren, yo. Vorbei, Berlin, einmal Applaus für dieses zweite Halbfinale. Die Jungs geben sich Respekt. Digga, wir müssen eine Abstimmung machen. So. LBB hat angefangen in diesem Halbfinale. Wenn ihr wollt, dass er gegen Decepticon im Finale antreten soll, dann jetzt bitte Lärm und Hände für LBB Berlin. Wo ist das Licht? Lieber Lichtmann, wir brauchen Licht im Publikum. Im Publikum. Licht auf uns. Okay, nee, er macht da SOS-Zeichen. Guck mal hinten. SOS-Zeichen. Ja, okay. Genau. So sieht also. Aus. Okay, so ist gut. Nochmal. So ist ja perfekt. Lärm und Hände bitte für LBB. Das sah wie einstudiert aus. Bitte Lärm und Hände für KLI, wenn ihr ihn im Finale sehen wollt. Trotzdem bitte nochmal Respekt für KLI auch. Sehr nices Match. Ja, Halbfinale, die Macht der drei Buchstaben. LBB gegen KLI. LBB. Ich hab's schon gesagt in der Vorrunde, der Hype ist ungebrochen. Du betrittst die Bühne und die Leute rufen alle LBB. Bei dir fand ich so ein bisschen, dass irgendwie der Champion-Titel in Nürnberg nicht so ganz gewertschätzt wurde. Also schaut euch bitte nochmal das Turnier in Nürnberg an, denn sehr stabile Leistung. Also KLI, super Freestyler. Aber in dem Match irgendwie, ich habe auch ein paar Mal zu dir versucht, so rüber zu gucken und so ein bisschen so ein Zeichen. Es ging nicht so richtig los. Warst du eingeschüchtert durch die Crowd, durch dieses LBB-Ding oder woran hat es gelegen? Nee, gar nicht. Daran hat es auf keinen Fall gelegen. So, nach dem ersten Match, ich habe mich echt ganz gut gefühlt heute. Auf jeden Fall dachte mir, ich könnte ihn schon schlagen. Wenn ich gut gepuncht hätte, habe ich nicht. Klarer Fall, er hat verdient gewonnen. Es waren ein paar mehr Rache auf seiner Seite. Match war an sich nicht ganz so stark, lag auch an meiner Leistung. Mund abwischen, weitermachen, würde man im Fußball sagen, ja. Was sagst du dazu, ihn als Gegner? Hast du seinen Nürnberg-Auftritt gesehen, Finale oder irgendwelche anderen Runden? Wie war das Match gegen ihn? Ja, ich habe es ein bisschen entfernt mitbekommen. Gesehen habe ich nicht so viel davon. Ja, ich war auch nicht so gut in dem Match. Das lag auch daran, dass ich seinen Dialekt kaum verstanden habe, muss ich sagen. Deswegen musste ich mir da irgendeine Line draus basteln. Und ja, die restlichen Minuten waren halt nicht so gut. Was für ein Dialekt spricht er denn? Bayerisch, Fränkisch. Geil! Das ist immer geil. Aber wirklich so, auch für mich als Berliner früher, habe ich das gar nicht so gecheckt. Mittlerweile weiß ich, Nürnberg ist zwar in Bayern, aber man spricht Fränkisch. Wir sind ja mit dem nächsten Ding in Frankfurt. Kommst du nach Frankfurt? Battlest du mit? Oh, ich glaube nicht. Ich habe keine Zeit, habe andere Sachen noch zu tun. Uni, Arbeit etc. Aber ich komme auf jeden Fall mal wieder nach Berlin etc., wenn es bei mir in der Gegend ist. Ich habe Bock. Blut geleckt, ja. Okay. Und dich sehen wir im Finale. LBB, KLI.